Opa, können wir irgendwo einkaufen gehen? Ja, klar. Ja. Weil ich denke mal, gerade auch wenn Kinder im Spiel sind, für die man natürlich auch die Verantwortung trägt, das ist ganz klar, sollte man sich schon den Arsch aufreißen, ne? Hier? Ja, ja. Okay. Jetzt muss ich mal gucken, wie das hier funktioniert mit... Ich habe noch nie hier was gekauft, ne? Da muss man doch an die Regale gehen, oder nicht? Ah, hier. Nee, das ATM. Oder doch an der Kasse? Tiere schlafen gut? Nee. Hä? Ihr kriegt doch gar nichts. Opa! Ja? Wo kriegst du trinken? Wo ist das? Am Trinkregal. Ah. Okay. Den hat er kaputt geschlagen. Ach, scheiße. Nimm mal lieber was Gekühltes. Hä? Aber der Hose. Das ist ja nice gemacht, okay. Ja, bitte. Hast du was? Ja, trink, ja, warte mal, essen gucken, warte mal, wo? Donut da oder was? Ja, kannst du nehmen. Nee. Die sind zu alt, sagt er. Ja, aber hier kannst du lecker Burger oder so hin. Oh, okay. Oder hier vorne. Habe ich sie, ich sag jetzt mal, perfekt ohne irgendwas ans Ziel gebracht? Nee. Dann war ich das. Also, nur als Information, wir haben ja eine Autowaschanlage. Aha. Also sollten Sie mal Autos gewaschen haben wollen oder den Innenraum gereinigt, dann... Ja, Opas Auto stinkt. Das riecht muffig, hat er gesagt. Ja, aber das macht der Chef, das bezahle ich nicht, ich bin euch bescheuert. Ja, na eh nicht, also ich habe... Entschuldigung, ich muss aufs Telefon gehen, warte. Ja, klar. Ja, Müller, hallo? Ja, von wo nach wo? Ja. Nichts passiert, Opa. Weißt du, ein Auto für alle. Yoshi, du nicht. Es ist nichts passiert, du hast mir die komplette Tür abgerissen.
sehe ich nicht so, Opa. Nee, siehst du nicht so? Opa, tut mir leid. Opa, tut mir leid, wirklich. Und falls wir die Türe... Wie kann ich wieder dran machen? Wegräumen sollen, dann kann ich den Praktikant Bescheid sagen. Haben Sie Kabelbinder oder sowas? Ich muss mal nachfragen. Ja. Das tut mir leid. Wie viel kostet das, Opa? Muss mal jetzt erst telefonieren. Ja. Direkt Taxi kommt. Kabelbinder für Sie. Haben Sie? Der von Ihnen beiden ist der Taxifahrer. Dankeschön. Der Opa Müller. Ich bin der Fahrer. Hallo. Danke. Ja, schönen guten Tag. Brauchen Sie eventuell eine Autowäsche mit Polierung? Ich wurde schon gefragt, aber nee, danke. Ach so, okay, ja. Dann macht wenn dann der Chef. Also alles hier, klar. Wir kommen dann hier hin, aber ne? Ja, ja, okay, alles klar. Jederzeit dann, ne? Dankeschön. Hat mich gefreut. Opa, hier, bitte. Was soll ich damit? Was soll ich mit dem Kabelbinder? Was soll ich denn damit? Ja, die Türe wieder dran machen. Komm, ich heb die auf, ja? Und dann bindest du die fest mit. Wie ne? Ach du Scheiße. Was ist? Alles okay? Ja, alles gut. Das war ein leichter Aufprall. Ach du Scheiße. Ja, ihr habt den Scheinwerfer. Vorsicht. Oh Mann. Ist kaputt? Ja gut. Also, mir ist gerade die Tür aus dem Auto rausgefallen. Ich würde jetzt in den ACLS anrufen. Soll ich direkt sagen, dass über den Streifwagen steht? Hat er eine Birne für den Stanier mitbringen sollen? Oh Mann. Das kann er machen, ja. Ja, okay. Wobei, das machen wir dann per Ding. Das sollen wir dann bei uns schon mal machen. Alles gut. Ja, okay, alles klar. Gut. Also ist nichts passiert, Männer, als gut. Das ist nie passiert. Geht's Ihnen halt gut, ne? Ich hab nichts gesehen. Nee. Ruhe, hast du einen Schiefer klären. Sind Sie eigentlich minusbestechlich? Also bestechen Sie? Für 500 Nein. Dollar habe ich nichts gesehen. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, oder? Ja, ja. Nee, alles klar, gut. Okay, dann haben Sie auch nichts gesehen. Smoker, helfen Sie mal kurz, die Tür in den Kofferraum zu schmeißen. Ja. Machst du auf, Opa? Mal eben, ja, ja. So. Warte, Opa, warte. So. So, rein damit, Opa. Uff. Flop. Da geht schon wieder Telefon, Opa. Da geht man schon voll auf die Eier. Ja, sagt, dass wir in die Leitstelle kommen. Ja, das habe ich den ganzen Tag. Wir müssen in die Werkstatt. Willkommen. Schmoker, Praktikant bei Opa Müller. Seid ihr gerade frei? Ja, aber wir müssen in die Leitstelle kommen. Wir Opa brauchen eine neue Türe. Du Scheiße, da will ich keine Tür mehr. Okay. Wir kommen jetzt, ja? Bis gleich. Ja, okay, weiß ich Bescheid. Danke. Los. Steig da mal ein, aber pass mit der Tür auf. Ja, Opa, das ist aber keine gute Arbeit gewesen, die Tür. Ja, richtig. Wo haben die Autos gekauft? Was? Guck mal, wo haben die alle die Autos her, die schönen, teuren? Ob die alle geklaut sind? Nicht, dass ihr... Ich hab mal die Taschen noch. So. Ganz schön windig da hinten. Hast du der Leitstelle gesagt, dass wir in die Werkstatt kommen? Wir kommen in die Leitstelle, hab ich gesagt. Ah, okay. Ja. Haben wir eine eigene Werkstatt? Ja. Okay. Mein Telefon. Ja. Müller, hallo? Keine Ahnung, wo mein Kollege ist. Ja, eigentlich schon, ist er noch nicht da. Ich rufe nochmal an. Ja, ja, genau. Ich sag dir mit sofort Bescheid. Es sei denn, Sie haben kein Problem damit, mit einer freien Tür zu fahren. Dann hole ich Sie. Ja, okay, dann bin ich jetzt sofort da. Moment. Hallo. Ah, hallo. Guten Abend. Guten Abend, Benas. Wo darf ich euch hinfahren? Ich guck mal. Ja, und den Emperor. Das ist bei Benning. Bei was? Ich hab den nicht, warte mal kurz. Benning. Das ist unter der Sozialversicherungswohnungen. Warten Sie hier, ich gebe Ihnen einfach mein Navi da. Machen Sie einfach kurz einen Punkt, dann fahre ich dahin. Das ist, glaube ich, sinnvoller.
Okay. Ja. Super. Ja, und wie geht's denn so? Ja, ganz gut, danke schön. Und selbst? Ja, mir geht's auch ganz gut. Das freut mich. Ja. Freut mich auch so wirklich vom Herzen. Was? Stehen Sie auf Süßigkeiten, Genossen? Nee, nicht wirklich. Nee, nicht wirklich. Auf Süßes? Nee. Hallo. Könnt ihr vielleicht ein bisschen lauter reden? Ich verstehe das gar nicht. Was haben Sie gesagt? Wie? Ja, bist du alt dafür? Süßigkeiten geht nicht mehr. Ja, flüssig geht auch. So, gibt's auch zum Rauchen, weißt du? Was? Warte, habt ihr was zu kiffen? Habt ihr Joint? Das kommt so in was Glasförmiges, weißt du? Was? Meint der Trub ich da? Was ganz Süßes. Nein, nicht Drogen. Süßes, Süßigkeiten. Ne. Hey, Mini. Braucht ihr Süßigkeit? Dann sieht schon so danach aus. Nee, ich nehm nichts. Nee, danke. Wo fährst du mit hin, Opa? Wir können sie auch spritzen. Was? Ja, wollen sie spritzen? Nee, ich möchte auch keine was? Spritzen. Vielen Dank. Einmal in den Arsch, zack, und schon sind sie sehr wieder gut, wissen Sie. Ja, ich bin auch wieder gut mit $6 mehr in meinem Portemonnaie. $6, bitte. Können Sie da kurz nach links fahren? Ich möchte gucken, ob da mein Auto ist. Haben Sie Spritzen bei? Können Sie da fahren, oder? Hat er gesagt, Spritzen in den Arsch mit Süßes? Wie? Scheint kein Auto da zu sein. Nee. Ach, Scheiße. Ich glaube, Auto ist nicht da. Ja, wie dem auch sei, $6 bitte. Ja. Einen Moment. Was ist los? Ja, du Junkie, los jetzt. Super nett, vielen Dank. Schönen Abend noch. Ich hoffe, Sie finden Ihr Auto. Tschüss. Opa. Ja? Was waren das für Leute? Ja, weiß ich, keine Ahnung. Einfach Kunde, ne? Ja, aber mit Spritzen in Arsch, Süßes und sowas? Ja, also ich krieg öfter was angeboten, ne? Was? Ich muss mir da nicht annehmen. Ja. Hast du schon mal Verkehr hier im Taxi? Was hatte ich? Ich habe immer Verkehr im Taxi, natürlich. Guck mal auf die Straßen. Ist ordentlich was los. Ach so. Komische Leute. Ah, bist du schon mal überfallen worden, Opa? Ja. Nee, was? Ja. Wie? Echt? Ja, haben sie mich in den Grove Street gelockt. Ja, und dann? Ja, weiß ich auch nicht. Haben sie gesagt, hör mal, jetzt siehst du hier das und das. Ich so, nee und nee. Und die so, ja, okay, okay. Wie viel haben die geklaut? $50. Was? Ja. Die Assis, ne? Ja. Und hast du dann Barb in die Fresse? Nee, die waren zu viele und einer hatte ein Messer. Ach so. Ja, ich stand da mit 10 Leuten oder so. Ach, Herr Jemini. Nee. Aber das war nur ein Missverständnis, jetzt bin ich cool mit denen. Heideschlacht. Was? Was? Heideschlacht? Heideschlacht, Opa. Was ist denn Heideschlacht? Ach, das ist, sagt man so. Wie, guck mal, auch Herm. Und dann sagt man, Herr Jemini, das ist ja auch sowas, so, ach nee, ne, tut leid, ne. Und Heideschlag ist ja, wie soll man sagen, so gibt's auch gar nicht so ungefähr, weißt du? Heideschlag. Ja, so, ja. Ja, ja, gut. Ja. Dann ist das so. Natürlich. Haben wir Kunden neu? Nö. Nee. Opa, bist du morgen auch hier wieder Taxi fahren? Ja. Oh, okay. Hast du auch eine Privatwohnung, Opa? Nö, ich guck noch, dass ich bei irgendjemandem mit unterkomme. Ach so, WG, ne? Ja, genau. Ja. Ach, hier, guck mal, ist Zentrale, ne? Warst du nicht hier? Das Taxi da vorne bitte nehmen. Das Taxi da vorne bitte nehmen, okay. Guten Tag.
ja, das, ich weiß auch nicht. Irgendwie ist hinten die Tür mit rausgefallen, die liegt im Kofferraum. Ich hab keine Ahnung, Scharniere wohl irgendwie nicht angezogen oder was weiß ich. Das wird teuer. Entschuldigung. Hi Axel. Bist. Was? Medical Center Pier. Sorry. Okay, alles gut, danke, ciao. Ja. Och. Ja. Das Taxi da vorne bitte nehmen, das habe ich extra schon rausgefahren aus der Garage. Alles klar, danke dir. Dankeschön, tschö. Ciao. Hast du gehört, das wird teuer, Smoker? Was? Ja, bitte. Nächste Fahrt kann ich dir schon ansagen. Ja, mach raus. Und zwar einmal vom Suburban Altar zum Police Department, eine Person. Alles klar. Dankeschön. Und das vorher mit den drei Personen? Ich war mir ganz sicher, der Herr hat da zwei Personen gesagt. Ja, ist ja nicht egal. Schlimm, ich warte dann immer. Okay, ja. Gut, dann euch, danke. Gute Fahrt. Ja, danke dir. Ciao. Warte bitte kurz. Warte. So, jetzt kannst du einsteigen. Opa, warum bist du so? Ja, weil du so bist. Nee, weil du... Guck mal, warum sagst du direkt wieder, das wird teuer? So, dass der Mann weiß, dass ich das vielleicht gewesen bin. Die kann ja auch von alleine mal runtertitschen. Ne? Ja. Ja. Das wird teuer. Was meint er damit mit teuer? $100? Ja, ungefähr. Oh. Ist immer so, ne? Bei Cap... bei Cap Station, bei ICLS. Also. Das ist mal richtig schön, so chillig, Opa. So nix zu rumfahren lassen. Ja, du bist auf der falschen Fahrbahn, Opa. Ja, ich gucke aufs Navi. Ich dachte, Fresse. Du bist eingeschlafen. Ich dachte, ist der alte Mann wieder am Schlafen. Das ist schön hier im Dunkeln, ne? Geht so. Ah, da. Abend. Hallo. Zum Police Department? Das ist so korrekt, ja. Supi. Sind Sie Polizist? Nee, aber ich möchte einer werden. Wirklich? Viel Erfolg. Ja. Dankeschön. Toi, toi, toi. Das ist unser Praktikant, der Smoker. Freut mich. Und Sie sind Herr? Ich bin der Herr Hansen. Hansen. Okay. Wollten Sie schon immer Polizist werden? Ja, wollte ich tatsächlich. Aber da es bei mir nicht geklappt hat, weil bei mir keine Leute gesucht werden, versuche ich es dann einfach mal hier. Woher kommen jetzt, Sie denn, wenn ich fragen darf? Ich komme aus Schweden eigentlich. Schweden? Ja. Da ist doch da, Schweden ist doch da bei bei den Elchen. Ja, bei Elchen. Genau, richtig. Ja. Und habe mich auch heute schon beim bei den Medics beworben als RTW-Fahrer. Mal ein bisschen alles rumprobieren. Hauptsache Arbeit, ne? Das ist so korrekt, ja. Ja. Deswegen einfach mal rumtasten. An Kosten kostet ja nichts. Ja, das stimmt. Waren Sie auch schon bei Leber wegen Arbeit? Nee, noch nicht. Das müssen Sie mal hin. Dankeschön für den Tipp. Was so. Macht das für die Fahrt? $12 bitte. $12? Okay, einen Moment. Mhm. Opa. Ja. Warum jetzt? Tu nicht wieder so genervt. Warum jetzt $12? Ja, weil es über eine Meile war. Also. Ganz schön kalt im Auto, ne? Ich mach mal. Nur die Klimaanlage ein bisschen runter hier, ey. Oh! Puh. Was ist? Ja, bleib auf der Fahrbahn. Ja, ich muss ja fummeln hier. Soll ich mal fahren? Was? Was? Soll ich mal fahren? Hast du einen Führerschein? Nee. Ja, dann dich. Also. Natürlich habe ich einen Führerschein, Opa. Klar.
hat der Baron von Artikus mit mir gemacht. Was hast du hier alles im Handschuh, Herr Opa? Guck rein. Was ist denn das für ein Pillendöschen? Musst du noch Tabletten nehmen? Ist nicht meins. Von wem? Keine Ahnung. Also, kann ich meine nehmen? Ja, wenn du meinst. Ich okay. Weiß nicht, von wem das ist. Gut. Ach, war ja ein schöner Abend, ne? Ja. Ja. Was? Geht so, ne? Nicht viel zu tun. Ja. Alles nervig. Bisschen schon drauf, Opa, ne? Ja. Willst du auch eine Opa? Nee, ich rauche nicht mehr. Oh. Kiff nur noch. Das ist aber auch rauchen, ne? Ja, aber. Gesundes Rauchen. Wann hast du das letzte Mal gekifft, Opa? Weiß ich nicht. War so viel, das habe ich vergessen. Echt? Warte mal, der Knusmann da ist. Da können wir uns aber lecker retten. Der ist ja blablabla. Ja, echt wohl. Nö, ist nicht da. Telefon. Schmoker, Praktikant bei Taxi Opa Müller. Hallo, Schmoker. Ja, hallo. Seid ihr wieder frei? Ja, frei. Dann kannst du bitte dem Helmut sagen, er soll mich bitte anrufen. Ja, okay, mach ich. Tschö. Danke, ciao. Opa Helmut? Wohin? Nee, du sollst den Leitsteller anrufen. Ich soll dir sagen, du sollst da anrufen. Warum ruft er dich nicht selber an? Ja, echt, ne? Entschuldigung, Sie sehen gar nicht gut aus. Oh, nee, nicht so ganz. Ich bin gerade auf dem Weg zum Krankenhaus. Ja, kommen Sie hier. Taxi. Wir sind frei. Können wir Sie hinfahren, wenn Sie wollen? Das Krankenhaus ist, glaube ich, gerade hier vorne. Nee, es ist weit. Mit Ihrer Verletzung, wie Sie hier humpeln, würde ich das nicht riskieren. Fahren Sie lieber mit uns im Taxi. Kostet ja nur $7. Ja, bitte. Dann hat der Opa ist immer einsam. Darum fahre ich auch mit ihm mit. Dann können Sie dem was Gutes tun, der Opa Müller. Ja? Opa Müller. Okay. Ja, kommen Sie. Ich halte die Tür auf. Danke. So, ja, alles klar, bitte schön. Einsteigen. Jo, bis denn. Was zum Teufel? Hä? Einmal Krankenhaus, Opa. Wir haben den Kunden, du Vogel. Na, egal, okay, der schafft noch hin. Na, Ben. Der Mann ist verletzt. Na, ja, nur so ein bisschen. Was ist ihm passiert? Wollte mir in der Tankstelle gerade Wasser kaufen, weil ich so Durst hatte und in dem Moment, wie ich es bezahlen wollte, bin ich umgefallen. Oh, das kenne ich. Oh, das ist nicht so gut. So, $6 bitte. Muss kurz ans Telefon gehen. Ich kann kassieren, ich komme heute. Müller, hallo? So, kommen Sie hier. So. Dankeschön. Schönen Tag noch. Seid ihr von Taxi Neumann? Ja, richtig. Ja, aber bei der Leitstelle erreicht man überhaupt gar keinen. Da gebe ich so weiter, ja? Jo, danke. Danke. Und ich hab nur von der Leitstelle die Telefonnummer und ja. Dementsprechend muss ich jetzt ziemlich weit laufen. Okay, gebe ich so weiter. Dankeschön. Opa, ich geb dir die... Ja, kannst du behalten. Nee. Wieso nicht? Ehrlichkeit kommt immer weiter, hier. Ja, aber ich sagte, du kannst du behalten. Nein, hast schon. Steck dir in die Hosentasche, hier. Du. Der ja. Der hat mir 10 gegeben. 4 behalte ich. Ja. Siehst du, so macht man Geschäfte, Opa. Ja, definitiv. Ja. Wo müssen wir hin? Zum Strand. Oh, das ist gut. Wir bringen die Wolken zum Beben.
Ist aber leer, ne? Die Stadt. Zu der Uhrzeit. Die schlafen ja alle, müssen morgen arbeiten, ne? Wieder früh aufstehen. Die Geschäfte hier alle aufmachen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viel Auffahrt hier am Sonntagabend, ne? Das ist auch immer so eine Sache. Ah, hat bestimmt Disco auf und so. Oh, fuck. Ja, ja. Scheiße, was denn jetzt? Keine Ahnung. Fahr weiter, Opa. Nein, kann ich nicht. Was ist denn jetzt? Los an das Police Department. Machen Sie den Motor aus und treten Sie bitte vor Ihr Fahrzeug. Du, Opa, ne? Der Fahrer. Sie sollen vor das Fahrzeug treten. Hände hoch, wo ich sie sehen kann. Hände hoch, da, wo ich sie sehen kann. LSPD, Herr Müller. Sind Sie dumm, Herr Weiß? Was hauen Sie denn gegen das Auto? Sind Sie wahnsinnig? Ja, Sie haben gesagt, ich soll vor das Auto treten. Das stimmt, Sir, das haben Sie gesagt. Habe ich getan. Einmal und dann nochmal, als Sie gesagt haben, vor das Auto. Sie haben gesagt... Das ist nicht wahr. Schmoker, Praktikant bei Taxi Müller, guten Tag. Telefon weg. Hallo. Legen Sie das Telefon weg. Ich muss weglegen, da ist ein Überfall. Rufen Sie bitte die Polizei. Rufen Sie das Telefon. Rufen Sie das Telefon weg. Bitte während der Kontrolle nicht telefonieren. Ja, weiß, bei allem Respekt. Sie haben gesagt, steigen Sie aus und treten Sie vor das Auto. Ja, vortreten heißt, Sie sollen da hingehen und nicht gegen das Auto treten, wenn das Ihr Chef mitkriegt. Ja, jetzt habe ich hier eine Beule drin, die Tiger. So, also, warum halten wir Sie denn an? Ja, das frage ich mich auch. Ich habe einen Kunden am Strand. Wollen Sie mit? Am Kunden haben Sie am Strand? Ja. Haben Sie mal auf das Tacho geguckt, wie schnell Sie fahren? Wie schnell dürfen Sie denn in der Stadt fahren? Ja, innerorts 50. Und was hatten Sie drauf? 70. Sind Sie bescheuert? Nein, nur schnell. Herr Carsten? Herr Carsten? Ja, bitte. Schreiben Sie den Herrn ein Ticket aus. Und nehmen Sie seinen Personalausweis. Das ist der Smoker schuld. Was? Kommen Sie mal her, Sir. Ja. Nee, bin ich gar nicht. Sie da, steigen der Sie mal aus. Am Arsch was? Aussteigen. Einmal bitte hier rüber. Einmal bitte hier rüber. Wo? Oder? Zu mir. Ja, bitte. Geht's Ihnen gut? Ja, mir geht's gut. Okay, was ist los mit Ihnen? Sie wirken jetzt gerade nicht so fit. Wir hatten eben Fahrgast, der wollte mir Süßes spritzen. Was wollte der Ihnen? Süßes spritzen. Zeigen Sie mal bitte Ihren Personalausweis. Wer sind Sie denn überhaupt? Walter Weiß, Chief of Police. Kann ich bitte Ihre Marken erstmal sehen, bitte? Ich zeige Ihnen meinen Ausweis. Ja, bitte. Da geht Telefon, machen Sie mal. Nein. Das ist die Zentrale. Legen Sie, wenn Sie da dran gehen, ich sag Ihnen, ich schlage Ihnen das aus der Hand. Bitteschön. Weiler. Tja, so, jetzt Ihr Personalausweis, bitte. Ja, warten Sie. Bitteschön. Ich hab schon von Ihnen gehört. Sie arbeiten beim Taxiunternehmen. Nee. Herr Smoker. Nee, noch, nein. Bald. Sie Schuhe an. Ja, sehen Sie, gucken Sie mal die offenen hier. Da muss gut. Luft ran wegen meinem Pilz. Meine Güte. Ja. So. Und Sie sind Praktikant oder was? Ja, muss Arbeit haben, ne? Ich hab keine Arbeit. Wer, Herr Müller? Ich sag's Ihnen. Wenn Sie irgendwas machen. Herr Carsten, nehmen Sie den von dem Auto runter. Ich guck mir doch nur das hier Bild. Nehmen Sie den von dem Auto runter. Das hat eine beruhigende Wirkung. Alter Mann, Sie bleiben hier stehen. Was? Ja. So, jetzt Ihre Hände an die Mülltonne. Zack. So. Ach so. Sir. Ja? Wenn Sie nochmal bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle zum Telefon greifen, dann nehme ich Sie fest. Haben Sie das verstanden? Ja. Warum holen Sie denn jetzt? Sind Sie auch einer von Ihnen? Wollen Sie wieder was von mir? Nehmen Sie die Arme runter. Ja. Was will ich von Ihnen? Drehen Sie sich um. Ja. Wollen Sie mir auch Süßes spritzen? Was für ein Schwein. Ja, ach so, also, hören Sie mir zu. Ja, was? Wenn nächstes Mal eine Kontrolle ist, lassen Sie Ihr Handy bitte in Ihre Tasche. Haben Sie verstanden? Ja.
Haben Sie erklärt, was habe ich zu Ihnen gesagt? Wenn Anrufe ich nicht mehr dran gehen. Wenn was? Wenn Anrufe ich nicht mehr Telefon gehen. Wenn was ist? Wie wenn was ist? Ja, wenn klingelt. Ich gehe nicht mal ein Handy, nee, mache ich und nicht wenn mehr. Sie genau, wenn die Polizei Sie anhält, bleiben Sie im Wagen sitzen und telefonieren nicht. Es sei denn, wir sagen, Sie sollen aussteigen. Korrekt? Gut, ja. Herr Smoker. Ja, hier bitte. Ihr Ausweis zurück. Dankeschön. Schönen Tag noch. Ja, ran. Oder nee, ach, schon vorbei. Ist schon vorbei? Sie nochmal erwische, dass Sie so schnell fahren. Kriegen Sie ein Fahrverbot für 24 Stunden. Haben Sie mich verstanden? Nochmal bitte? Sie haben mich schon verstanden. Nee, hab ich nicht. Wenn Sie nochmal so schnell fahren, kriegen Sie ein Fahrverbot von 24 Stunden. Wie schnell denn? Mehr als Sie dürfen. Wie viel darf man denn in der Ortsherr Weiß? Haben Sie doch schon erklärt. Sagen Sie es doch mal. 50. Verdammt. Hat der überhaupt was zu sagen hier? Weiß ich auch nicht. Ich sag, der ist der Chef von der Polizei. Er kann nicht ja sagen. Fahren Sie mal. Wir sollten fahren. Ich ja. Hab einen Kunden, der tschüss, wir haben Kunden. Die waren doch ganz nett. Oh! Upsi! Oh, Scheiße! Fahr! Steigen Sie aus! Nein, fahr! Herr Müller, steigen Sie aus! Herr Müller! Warum rückwärts? Warum? Er stand auf R! Automatik! Der tut mir leid! Ist ja viel kaputt? Ich wollte auf D wie parken, aber ich bin auf R wie rückwärts! Ist denn viel passiert? Nee, nicht viel. Nicht viel. Guck mal, das ist fast gar nicht kaputt. Okay. Wie war das? Wer aufhört, hat Schuld? Das ist Automatik. Ich wollte auf ja, der hat mal richtig gebumst, ne? Das hat der Helmut schon lange nicht mehr. Oh. Und dann habe ich die Bremse losgelassen und zack. Dafür ist aber entspannt. Reverse. Ja. Aber ich wollte auf P wie... ich wollte auf P wie penetrant stehen. Warum stehen Sie jetzt wieder hier? Steigen Sie in das Taxi! Hä, der hat doch gesagt, ich soll aussteigen! Schreien Sie mich nicht Sie so an! Steigen Sie in das Taxi und nimm Sie an Ihr Ohrläppchen und schleif Sie da rein! Steigen ja, Sie in Ihr Taxi! Ja, packen Sie mich an, zeige ich Sie an! Ja, machen Sie es! Bei der Polizei! Herr Müller, Sie kommen jetzt gleich zum PD? Warum das denn? Ich hab Kunden! Unser Wagen beschädigt haben. Ja, warum stehen Sie denn auch so nah? Können Sie, darf ich Sie mal kurz stören? Ja, bitte! Ich glaube, hier sind Ihre Fahrgäste, oder? Ja, da die Polizei, die will dich fahren lassen. Ja. Ich kenne Sie so gar nicht, Herr Müller. Nee, wir haben ein Taxi gebucht. Sie sind eigentlich ein netter Mann, ja. Der die Bevölkerung gerne von A nach B fährt. Dann rasen Sie durch das Auto, dann steigen Sie aus dem Taxi aus und treten hier in die Türen. Steigen Sie. Was ist das hier? Hauen Sie ab hier, hier gibt's nichts zu sehen. Gehen Sie weiter. Weitergehen. Weitergehen. Nein, gehen Sie weiter bis zur Kreuzung. Das sind Sie unsere steigen jetzt in Kunden. Das Auto. Ich habe gesagt, Sie sollen in das Auto einsteigen. Ja, ich muss pinkeln. Ja, dann pinkeln Sie in den scheiß Wagen. Steigen okay. Sie in das Auto. Bitte. Okay. Ich mach steigen das. Sie in das Auto. Ja, warten Sie mal. Ich tut. Ist mir egal. Das ist mir ganz egal. Wie gesagt, die Automatik auf R steht. Jetzt steigt er in das Auto. Ich werde bekloppt. Wissen Sie was? Was machst du? Oh. Was macht er denn da? So. Ach, wissen er Sie weiß, was? Das geht auf Ihre Kappe. Herr Müller, jetzt was sind wir quitt. Viel Spaß vorne. Noch. Ja, das wusste der auch, bevor Sie angerufen haben. Deswegen hat er mich eingestellt. Hauen Sie ab! Wo bin ich denn hier reingeraten? Hören Tschüss, Sie mal. Herr Carsten. Hallo? Ja, bitte? Was haben Sie denn gerade da vorne gemacht? Das hat sich nicht gut angehört. Da können wir jetzt endlich fahren, ja, ne? Das ist Polizeigewalt, ist das. Haben Sie sich gerade eine Hose gemacht? Ja, Opa, wenn mich in meinem Bekleidungsladen fahren. Du weißt jetzt nicht, ich habe Kunden im Wagen und du pissst dir ein. Das riecht ganz komisch. Ja, Opa, der Anfang von Polizei gesagt, ich hab gesagt, ich muss pipi. Hat er gesagt, du kannst doch nicht ins Taxi. Gentlemen, wenn Sie aussteigen möchten, ist gar kein Problem. Ja, noch geht es. So, okay. Entschuldigung. Können Sie die Fensterscheibe bitte runter machen? Ja. So. Sind Sie die Herrschaften von dem Job? Also Ja. Gerade mit dem Hinfahren zum Stadtpark. Genau, richtig. Okay. Gott. Ich vergesse einfach, was ich hier gesehen habe. Opa, was Schatz? War das für ein Polizeimann? Ach du Heiland. Oh, da kommt hier hinten rüber. God damn.
Was ist los? Nein, nein, bitte nicht, nein. Nein. Das ist gar... Können Sie jetzt nicht... Boah, nee. Bitte, bitte, oh, nein. Gott, ich hab's in den Schuhen drin, hä? So, ich hab Haare oben auf dem Arm, ne? Okay. Können Sie bitte... wenn man sich an den Beißgeruch gewöhnt hat, ist es gut. So, ich... Okay, okay. Oh, so, ich muss ja viel gewöhnt haben. Opa, ich hab Wasser in Schuss im Mund, ne? Warte. Boah. Opa, kennst du diese Speichelbildung im Mund plötzlich? Ja, kenn ich. Nicht auf die Schulter. Darf ich wieder rein? Ja, klar. Oh. Weggeworfen, Herr. Bitte, die will ich gar nicht mehr mit den wieder Geräuschen, haben. Bitte. Ach so. Oh, und der Mist, der schwappt bis hier rüber. Ach, du musst deine Füße hoch. Nee, ich mach die Augen jetzt zu. Ich kann mir das nicht hochleiten. Sie möchten tief Luft holen, dann Luft anhalten. Das ist aber auch, weil ich immer Spargel esse. Ich wollte schon sagen, Herr, was hast du gegessen? Right, da geht Telefon. Schmoker, Praktikant bei Taxi Müller, guten Tag. Hier ist der Job, Nee, ich hab nur das Taxi gerade reingepisst. Eieiei. Ja, bei Polizei war Kontrolle, ne? Und ja. Da so ein Herr Waldemar, oder wie heißt, keine Ahnung. Der Kontrolle und der hat, ich sag, ich muss Pipi, ich bin ganz dringend Pipi, und der hat gesagt, die steigen sofort ein. Und dann muss ich Pipi machen im Taxi. Nee, ähnliches. Ja. Ja, scheiße, ja, da hab ich die Frau übernehmen, musst du ein bisschen runtertauchen, nicht, dass du kurz Gefängnis dafür. Für Pipi machen im Taxi. Oh ja, habe ich dir gerade gesagt. Gibt's in 20 Monate, ne? Was? Ja, hat er gesagt. Wer der? Hör mal. Ja, Moment. Wo hab ich da? Moment. Nee, ja, bitte? Der muss einfach pinkeln. Der Kollege hier. Der musste den Schuh wegschmeißen wegen dir. Ja, darum trage ich ja keinen. Ich hab Flipflops. Läuft dann runter. Ach Gott, was erzählst du denn da für wieder diese Scheiße? Ja, hä? Ja, 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 muss auflegen, ja. Ja, ja, machst du gut. Oh, schießen, ja, Entschuldigung, auf. Oh, der Jeff, ne, der war gerade bei... Oh, da passt auch hinten, guck mal da, Polizei schießen. Ja, ja. Der, die hauen ab mit dem... Feind, her, Opa, Opa, das ist geklaut. Ja. Opa, soll ich Polizei anrufen, dass wir live dabei sind? Ja. Warte. Okay. Was haben die für Nummer? 911, glaube ich, ne? Ja. Ja, Schmoker hier vom Taxi. Ihnen wurde gerade ein Polizeiauto geklaut und der Opa Helmut und ich fahren da gerade hinterher. Okay, wo befinden Sie sich denn gerade? Opa, wo sind wir? Muss ich mir sagen, wo? Southside. Barbershop, in der Nähe vom Barbershop. Fährt weiter zum Flughafen jetzt. Er fährt Richtung Flughafen. Der Taxiunternehmen Neumann ist gerade jetzt erst im Hafen. Schmoker und Müller. Ja. Geht das mal durch, 1060. Ja, okay. Soll ich dranbleiben, live? Bleiben Sie bitte dran. Ja, natürlich. Bleiben Sie dran. Achtung an alle Einheiten, das ist ein schönes Fahrzeug von uns. Befindet sich in der Southside Richtung Flughafen. Wir sind in Höhe Ammunition beim Hafen jetzt.
sind jetzt auf Höhe am Nation am Hafen. Jetzt Taxi unter dem Neumann ist hinten dran. Ja, Schmoker und Müller. Ja. So, weiter durchgehen. Wo seid ihr? Wo sind wir jetzt? Die fahren die rechts ran hier. Da, was ist das hier? Die fahren jetzt auf den Highway hoch. Highway fahren die jetzt hoch. Die fahren Richtung Highway jetzt hoch. Jetzt halten sie an. Soll ich dir ein paar Schüsse geben? Verpiss dich oder ich geb dir Schüsse aus. Verstanden? Die wollen schießen auf uns. Scheiße. Ja, wir müssen abbrechen. Die Personen sind bewaffnet. Ja. Auf dem Highway hochgefahren. Highway hochgefahren jetzt. Taxi Neumann hat sich jetzt zurückgezogen. Personen sind bewaffnet. Die können nur, wenn die geradeaus fahren, sind die auf dem... Wenn die gerade ausfahren, sind die auf dem östlichen Highway. Auf dem östlichen Highway, sagt Opa Müller. Ja. Ist das der Ost-Ost-Highway? Ost-Ost-Highway, Opa Müller? Ja, Ost-Highway. Ost, ja. Ist der ganz östliche oder der Ost-Highway? Der ganz östliche, Opa, oder Ost? Ganz östliche. Ganz östliche. Der ganz östliche Highway. Ja. Schmoker und Müller Ende. Jo, vielen, vielen Dank, ja? Ja, okay. So. Wir sollen reinkommen für eine Medaille, Opa. Wo fahren die denn lang? Ja, das weiß ich auch nicht. Wie doof sind die denn? Das ist ja verkehrt. Ja. Opa, fahr Highway, komm. Die Biomi. Die holen wir uns, die Schweine. Wir können die doch nicht haben, wenn der wirklich eine Knarre hat. Der hat bestimmt... Doch, die haben ihm geschossen, ne? Ja, ich weiß nicht, ob die Cops geschossen haben oder... Kann doch sein, dass sie hier wieder runtergefahren ist, weißt ja, du? Ja, kann sein, ne? Boah, das war doch aufregend, Taxi, ne? Ja, das kommt nicht immer vor. Hm. Ja gut, die können ja jetzt überall sein, ne? Ja, das ist richtig. Ja. Gleich bauen die den Unfall. Ja, vielleicht. Was? Ich denke gerade daran, was die Cops für Ärger kriegen. Die zwei vom... Da die den Streifenwagen haben offen lassen. Vom Herrn Waldemann. Der hat, ach ja, du Scheiße, ey. Oh, oh. Direkt wieder entlassen. Ah, oh, Moment mal kurz. Ja. Ist der Herr Weiß? Wo? Hallo, Herr Weiß. Nee, die haben uns Schüsse angedroht. Dann sind wir, dann mussten wir abbrechen. Zuletzte Sichtung war Osthighway hoch. Und zwar, ja, ich sag jetzt mal aus Supply, La Mesa. Da ist ja dieses Autobahnkreuz, was so ein bisschen aussieht wie ein Penis. Und da geht's, also wirklich jetzt, und da geht's hoch auf den östlichen Highway. Und da war er zuletzt gesehen. Und dann hat er uns ausgebremst und die Wortwahl war, soll ich dir ein paar Schüsse geben? Verpiss dich! Und dann mussten wir stehen bleiben. Ein bis zwei Personen. Nee, ein hier, Buffalo, glaube ich, heißen die. Ja, bis dann. Schönen Küss. Alter, können wir abbrechen, ne? Ja, wir brechen ab. Over. Ende und out. Opa, wir wären gute Agenten. Ich wäre ein super Polizist, ey. Du bist zu alt, Opa. Ja, das stimmt. Nee, da waren die nicht. Die findet man nie wieder. Ja, ist halt scheiße, ne? Wenn die jetzt da echt einen Streifenwagen haben. Puh. Ja. Das einzige Gute ist, die können... Gut. Die können die doch bestimmt orten mit so Jeep hier, weiß ich was. Ja. Glaube ich. Ja. Da war der Abend doch noch spannend, Opa. Ja, das stimmt. Ja. Was ist denn jetzt? Wo ist was trinken? So, ich dachte, er hat schon Angst. Ja. Mit 70 rührt sich ja nichts mehr in der Opa. Eine Hose? Ja. Eine, außer dem Kackstift nichts, ne?
Hier möchte ich auch nicht wohnen, wa? Wieso nicht? Ist eigentlich recht hübsch hier. Ja. Mit den kleinen Hütchen hier auf der Straße. Ach, die sind süß, ne? Ne? Ja. Ja. Und hat alles mit Pisse im Streifen, mit Pisse im Taxi, ey. Ja, der Opa, da konnte ich nichts für. Der Mann hat gesagt, ich hab gesagt, ich muss Pipi, hat der gesagt, nein, die steigen ein. Ja. Ja, und du hast ja sogar noch gesagt, soll ich dann ins Auto pissen, ne? Ja. Ja, ja. Lustig. Ja, ist halt Polizei. Ja. Aber dass du mir dann halt wirklich ins Taxi pissst, damit hätte ich halt echt nicht viel rechnen. Ja, du bist einfach ins Taxi. Wenn man muss, dann muss man. Klamotten. Du ja, ziehst Hose. Nicht mal runter. Nee, ich kenne das ja nicht anders, Opa. Wieso das denn nicht? Nix, möchte nicht drüber reden, Opa. Ja. Musst du wieder tanken? Ja. Das kannst du mal machen, jetzt hier bitte. Okay. Dafür, dass du mir schon in die Karre pisst. Okay, fertig. So kann ich gefahren. Ich bezahle immer 1,05 hier. Hör mal. Beim Tanken. Du sollst auch nicht nur 1 Liter tanken. Du musst vorher, guck mal, da sind so, siehst du an der Zapfsäule, da sind wie so eine Art Pfeile. Einfach nach links oder rechts, bis sie, und geh einfach einen nach links. Dann ist das Literding voll. Ach so. Okay, Opa. Können. Dankeschön. Bitteschön. Du hast aber auch nicht wieder vollgetackt, ne? Du hast gesagt, einen nach Seite gehen. Das gibt richtig Ärger bei der Polizei, glaube ich. Ja, mit Sicherheit. Fahr mal hier am Park, wo die zwei Polizisten waren. Ja, will ich jetzt auch. Gucken, ob es ihnen gut geht. Ja, die sind weg. Kann man da schlafen bei der Taxizentrale? Haben die da irgendwie so Räumchen für Mitarbeiter? Ich habe mich immer auf den Couch geschmissen. Okay. Wir waren gerade Zeuge eines Polizeiautodiebstahls. Boah, eine Verfolgungsjagd, ey. Ja. Ja, also mich hat gerade ein Herr Weiß angerufen. Ja, richtig. Ja, der hat mir was ganz anderes erzählt. Was hat er denn erzählt? Ja, das haben wir mal ein bisschen mitgeschrieben. Der Herr, keine Ahnung wie er heißt, PD 79 und 99, haben sie kontrolliert an der Straße. Das ist richtig, ja. War zu schnell unterwegs. 20 zu viel. 20 zu viel, korrekt. Dann laut Herrn Weiß... Bin ich eben in den Streifenwagen gefahren, weil ich mit der Haben Sie gegen das Auto geschlagen? Steven, nein, danke schön für 28. Vielen Dank. Steigen Sie aus, danke. Und treten Sie vors Auto. Hab ich getan. Herr Müller. Ja? Behandelt man so ein Auto, so ein Taxi? Ja, ich habe nur das gemacht, was der Polizist gesagt hat. Steigen Sie aus und treten Sie vors Fahrzeug. Und wenn der Polizist sagt, springen Sie von der Brücke, machen Sie das dann auch? Ja, da wäre ich ja blöd. Auf jeden Fall sind Sie dann rückwärts in das Auto des
Das ist das Polizeiauto gefahren. Also bei der Automatik kommt erst P und dann R. Bei dem kommt erst R und dann P. Deswegen dachte ich, ich war auf P wie parken, aber war auf R. Dann habe ich den Fuß von der Bremse genommen und bin da hinten hin weggeflutscht. Tut mir leid. Das haben wir auf jeden Fall ein Riesenproblem. Hoffentlich schmeißen die Helmut jetzt nicht raus. Und dann, zweite Sache. Laut Herrn Weiß hat Herr Smoker auch noch in das Fahrzeug gepinkelt. Das ist korrekt, ja. Ich hab der Weißpulli bei der Polizei, der war sehr unfreundlich, habe ich gesagt, ich muss ganz dringend Pipi. Da sagt er, nein, steigen Sie sofort in das Taxi ein. Und da habe ich auch gesagt, ich muss aber Pipi, ist ihm egal. Also das mit dem Pissen ist, also das, ja. Das ist alles scheiße gerade. Ich habe jetzt auch schon mit dem Anwalt telefoniert deswegen. Was machen wir denn? Also, Helmut, ich würde dich bitten, heute nicht mehr zu fahren. Wir müssen es morgen erstmal mit dem Chef klären. Aber der Herr Müller hat doch gar nicht gemacht, nichts Böses. Ja, eben. Wie gesagt, ich möchte es mir erstmal mit dem Herrn Neumann klären. Und Herr Smoker, ich würde Sie jetzt aufgrund dieser Tatsache entlassen aus Ihrem Praktikum. Ja, weil das ist absolut nicht zu verantworten. Genau. Aber wenn der Polizeimann zu mir doch sagt, ich soll mit sofort, ich habe gesagt, ich muss Pipi ganz dringend. Ja, sagt, aber... Ist egal, steigen Sie ins Auto ein. Was soll ich denn machen? Soll ich mir das in den Mund reinspritzen oder was? Normalerweise geht man so, dass man ja auch mal eine kurze Weile aushält, ja? Vielleicht ist bei dem deiner Blase was falsch. Ja, dann sollten Sie sich auch mal in medizinische Untersuchungen begeben in der Hinsicht. Helmut, mach's gut. Fick dich. Was denn? Nein, nicht du. Nicht du, Helmut. Nicht du. Du schlaf so. Gut. Der da. Ich schlaf gut. Assi. Ja. Brauchst du hier wohin? Was? Was, Chef? Was? Nee, die haben mich rausgeschmissen. Wie? Ja, pass auf, war Polizeikontrolle eben, so ein Waldemar und ein anderer Mann, ne? Ja. Und weil der Opa Helmut ein bisschen zu schnell war und ist Polizeiauto ein bisschen reingefahren. Ist aber nicht schlimm, ist ja nicht viel passiert, ne? Ja. Und ich musste auch aussteigen, habe ich gesagt, ich muss ganz dringend Pipi, ne? Ja, und ja. Und da hat der Waldemar gesagt, hier, nein, die steigen ins Auto ein. Ich sage, ich muss aber Pipi, dann pinkel ich ins Auto so ungefähr. Boah, und da hast du Ärger bekommen. Habe ich Auto gepinkelt und ja, was soll ich denn machen? Und jetzt suchen die dich oder wie? Nee, jetzt krieg ich keine Arbeit mehr. Hier keine Arbeit? Nee, will der nicht. Wer ist denn da jetzt? Ist der Chef Herr Neumann oder was? Nee, das ist der Leitstelle, weiß ich doch nicht. Keine Ahnung. Ach so, der Herr Brand, der macht das Feuer überall, ja. Ja, kam ich am Arsch nicht. Ich hab gesagt, fick dich und bin gegangen. Boah, willst du irgendwo hin? Nö, ich geh zu Fuß. Okay. Ja. Gute, mach's so gut, ne? Ja, du auch, ja. Tschö. Wenn du was brauchst, rufst du an. Ja, mach ich. Tschö. Mach's so gut. So. Wie schnell der beim Taxiunternehmen anruft, oder? Ach, und wir Hell fahren auch noch hinterher. Ach, nee. Fahren wir auch noch hinterher, riskieren unser Leben? Ach, nee. Das hat er nicht erwähnt, dass lobend, dass wir da hinterhergefahren sind. Ja, nie mehr. Ja, wo bin ich überhaupt? Müssen wir doch als Koch arbeiten. Ach, nee. Ach nee, müssen wir wieder zum Arbeitsamt. Ach scheiße. Ach nee. Hallo, das bitte die Notruf, was kann ich für Sie tun? Schmoker, ja, hallo. Hallo Schmoker, was kann ich für Sie tun? Ja, haben Sie einen Mitarbeiter, der Waldemar oder so heißt?
da darf ich keine Auskunft drüber geben, Herr Smoker. Ja, wir sind... Aber was kann ich denn für Sie tun? Haben Sie einen Notfall? Nee, wir sind eben kontrolliert worden von so einem... Weiß nicht, mit W irgendwas, wie der hieß. Mit Vornamen, hat Ausweis gezeigt. Und einer andere Mann, weiß ich nicht, wie der hieß. Und dann ist er, musste ich im Taxi Pipi machen, ne? Weil ich im Taxi bleiben musste. Ich musste ganz dringend Pipi, habe Pipi in Taxi gemacht bei, und ich hatte heute Praktikum bei Taxi. Und dann ist Auto geklaut worden von euch Polizei, haben wir hier angerufen. Agent Schmoker und Agent Müller sind wir hinterhergefahren, ne? Mhm. Wissen Sie, was der Herr Waldemar da gemacht hat? Der hat bei Taxi angerufen und hat alles gesagt, ich hätte Auto gepisst und sowas alles. Das kriege ich, meine, die arbeiten nicht. Und wir haben unser Leben ja noch riskiert für Polizei. Sind da hinterhergefahren, haben Informationen gegeben. Und der Arschloch macht sowas, ruft da an, ich habe Auto gepinkelt, krieg ich arbeiten, ich habe kein Geld. Das ist natürlich mehr als ärgerlich, Herr Smoker. Ja. Was soll ich da jetzt machen? Ja, kannst sagen Arschloch. Sag Arschloch. Ja. Das wollen Sie nicht, das wollen Sie nicht, dass ich das sage, Herr Smoker. Ja, aber ich habe keine Arbeit, kein Geld mehr, gar nichts. Ja. Das ist natürlich ziemlich mies. Ja. Welcher Mitarbeiter war das? Ja, einen Moment kurz. Ich kann telefonieren. Ja, mit W? Waldemar? Herr Smoker, schauen Sie Folgendes. Schauen Sie, das ist ein Notruf, ja? Das ist für Notfälle. Ja. Sie haben offensichtlich gerade keinen Notfall. Deswegen würde ich Ihnen vorschlagen, Herr Smoker, kommen Sie bitte bei uns ins LSPD und dann gucken wir mal, dass wir das irgendwie geklärt bekommen, ja? Aber machen Sie bitte die Leitung frei, weil, wie gesagt, Sie haben jetzt gerade keinen Notfall. Ja, ja? Gut. Ja, gut, tschö. Okay, Herr Smoker, bis dann. Ja. PD, Taxi.